Ist alles gut, Lilly. Schlaf wieder ein. Kennst du Bücher, in denen steht, wie Babys wieder einschlafen? Natürlich. Träum süß. Der Weg ins Schlummerland. Da steht, Babys lieben Hintergrundgeräusche. Das erinnert sie an den Mutterleib. Clyde, meine Mom, sie darf das nicht hören. Hey, Mom. Hi, Schätzchen. Wie läuft's denn so? Großartig. Super läuft es. Höre ich da etwa Lilly weinen? Oh, das ja. Wir haben nur ein winzig kleines Problem, sie zum Einschlafen zu bringen. Bei mir hat es immer geholfen, wenn ich mit ihr in den Park gegangen bin. Das macht sie müde. Oh, danke für den Tipp. Mach's gut. Clyde, was ist passiert? Tut mir leid, ich konnte die Wasserhähne nicht rechtzeitig zudrehen. Ich hol mal einen Wischmopp. Wow, deine Mutter kennt sich aus. Ich frag mich, ob sie mein Baby und ich gelesen hat. Okay, Lilly, viel Spaß mit deinen kleinen Freunden. Wir sind da drüben und passen auf dich auf. Kann ich die Augen öffnen? Nein! Sie müssen unbedingt zubleiben, bis ich was anderes sage. Abuelo, leg sie weg! Wenn ich ihr meine CD nicht geben kann, dann spiele ich eben live. Machst du nicht! Gut, dann eben elektrisch. Abuelo! Lisa, es hätte mich treffen sollen! Du Monster! Wow, das war jetzt wofür? Du bringst Ronnie End zum Wein! Wein? Das wollte ich nicht. Moment, woher weißt du das? Bobby hat's erzählt. Und dann hat er mit mir Schluss gemacht! Was geht das Bobby an? Naja, weil Bobby ohne Witz Ronnie Ends Bruder ist! Er sagt, er kann niemals mit einer zusammen sein, die mit einem verwandt ist, der andere verletzt oder irgendwie so. Ronnie Ann hat einen Bruder? Ich dachte, sie ist bei Trollen aufgewachsen. Ah, das ist genau das, was Bobby meinte! Du bringst das wieder in Ordnung mit Ronnie Ann. Okay, okay, ich rufe sie gleich an und entschuldige mich. Nein, Taten sagen mehr als Worte. Bobby muss sehen, dass du nett zu ihr bist. Das ist der einzige Weg, wie wir wieder zusammenkommen. Und deswegen gehen wir auf ein Doppeldate. Was? Ist schon arrangiert. Wir haben eine Reservierung bei Jean-Jouans French Mex Buffet um 6. Und du wirst dafür sorgen, dass sie sich fühlt wie das tollste Mädchen der Welt. Boah, da leck ich lieber den Boden im Bad. Ich gehe und bügel meine Hose. Andauernd verpasse ich alles. Ronnie Ann, deine Füße sind ja geschwollen. Leg sie lieber hoch. Nein, Mom, mir geht's gut. Dir geht's nicht gut. Eigentlich seht ihr alle sehr erledigt aus. Ich hab Schmerzen, Tia. Ich noch mehr. Okay, Eisbeutel, Wärmepackung und Bandagen. Mom, halt. Wir können dir nicht länger immer alles verderben. Was redest du da? Wir haben in deinem alten Jahrbuch gelesen, dass du schon immer reisen wolltest, aber nie konntest. Wegen uns. Also wollten wir beim Tanzmarathon eine Reise für dich gewinnen. Aber wir haben verloren. Och, das ist ja unglaublich lieb von euch. Aber es ist gar nicht schlimm, dass ich nie reisen konnte. Euch beide großzuziehen war die schönste Reise meines Lebens. Das ist ja so rührend. Natürlich würde ich gern Pizza in Italien essen und Sumo-Ringer in Japan sehen. Aber es wird viel schöner sein, wenn ich das irgendwann mit euch tue. Halt! Sagtest du Sumo? Ich glaube, du kannst heute doch noch was von der Welt sehen. Schnapp dir deinen Pass, Mom. Dies ist mein neues Zuhause. Vielleicht muss ich ja doch nicht absagen. Hallo, Mr. Grouse! Herrlicher Tag, nicht wahr? Er wäre um einiges besser, wenn meine Gicht heute nicht so schlimm wäre. Ah, cool, cool. Hey, was halten Sie davon, diesen wunderschönen Tag bei uns zu verbringen und auf diesen bezaubernden kleinen Racker aufzupassen? Ich weiß rein gar nichts über Babys. Nur, dass sie mich nicht mögen. Da gibt's nichts groß zu wissen und Lilly wird sie lieben. Tut sie jetzt schon, oder Lilly? Ja! Da! Tränen der Liebe! Netter Versuch, Laut, aber ich bin doch kein Kindergärtner. Ich mache Ihnen auch eine Lasagne. 10 Lasagnen. 3. 7. 5. Gut!
Mehr brauchen Sie nicht. Rufen Sie an, wenn irgendwas ist. Hey, Lilly. Hi, Mr. Grouse. Bereit, die Glocken zu rocken, Lin? Darauf kannst du einen läuten lassen. Wo. Läutet eure Kuhglocken bitte in eurem Van-Kumpel. Cool. Mach's gut, Schatz, und sei schön brav. Die anderen konnten leider nicht, aber ich habe einen Spezialgitarristen. Paar, der Lieferjunge. Qué bonito. Ay, no, qué horrible. Paar, lass das. Was? Lauter? Okay. Chibo. Okay, das Essen ist bestellt. Hey, schicke Chonies. Mein Meisterwerk ist vollendet. Mama Lupe. Mein Meisterwerk. Verzeihung. Laut, Ihre Tochter hört nicht auf zu weinen. Ich habe mein Hörgerät ausgestellt, aber ich höre sie trotzdem. Sie müssen zurückkommen. Ganz ruhig, Mr. Grouse. Kein Grund zur Panik. Ah, das lässt sich leicht beheben. Sagen Sie einfach was Britisches zu ihr. Ja, das hätten Sie wohl gern. Los, schwingen Sie sofort Ihren Hintern her. Bitte versuchen Sie es doch. Ich leite Sie auch an, okay? Cheerio! Save the Queen! Fish and Chips! Das ist ja lächerlich. Cheerio! Fish and Chips! Den Rest habe ich vergessen. Na also, klappt doch! Sie haben es voll drauf! Für die Unannehmlichkeiten will ich noch eine Lasagne. Logisch! Du bist jetzt keine Katze mehr. Das war doch gar nicht schwer. Also, ich bin leider nicht so gut im Zauber aufheben. Sagen Sie doch einfach ab und zu mal Papaya zu ihm. Was ist denn los? Wieso seht ihr so traurig aus? Bobby, wir müssen dir etwas mitteilen. 5 Minuten später. Halt, was? Ich bin jetzt für immer eine Katze? Halb so wild, Bobby. Wir finden eine Lösung. Nein, das kann ich euch nicht antun. Lebt wohl, Menschen. Bobby, warte! Oh nein! Wie Bobby ist da? Hey, keine Sorge. Er ist mein Bruder. Den finde ich in 0, nichts. Schatz, alles okay? Wie war dein Tag mit Lilly? Ich muss dir da was beichten. Ich war bei Corbella und sie bei Mr. Grouse. Lin! Bevor du sauer wirst, ich büße bereits dafür. Lilly versteht sich so gut mit ihm. Sie nennt es Mr. Grouse Tata. Oh, Liebling. Lilly lernt doch gerade erst zu sprechen. Sie kann wahrscheinlich noch keinen von uns einordnen. Ja, meinst du? Vielleicht reagiere ich ja über Mama, und... Ich hab sie verloren. Wir müssen an deinem Timing arbeiten, Spatz. Dürfte ich mal durch? Sergio sagt, ihr zeltet heute auf dem Great Lake City Friedhof. Miss Bebes? Auf dem Friedhof und das nachts? Nunca! Das ist zu gruselig für Kinder. Ja, sogar für mich. Darum geht's doch. Es heißt, vor 40 Jahren verbrachte eine Gruppe namens die Furchtlosen Vier eine ganze Nacht auf dem Friedhof. Seitdem hat das niemand wieder gewagt. Bis heute Nacht. Und Mom hat es mir erlaubt. Aber ich bin ihre Mom und ich habe ihr nicht erlaubt, es dir zu erlauben. Jetzt komm schon, Mama. Du hast uns als Kinder auch hingehen lassen. Ha, vielleicht haltet ihr es ja länger aus. Maria hat keine Stunde geschafft. Oh, ich? Du wolltest doch gehen. Nein, ich weiß genau, du wolltest abhauen. Da irrst du dich aber, Carlos. Heulst du jetzt etwa? Oh, heulst du jetzt so kleines Baby? Mama! Hi! Jetzt komm schon! Sie durften auch gehen! Bitte, por favor! Ha! Bitte! Oh nein! Sie setzt ihren Welpenblick ein! Darf nicht hinsehen! Kann mich nicht wehren! Okay, Micha, gut! Du kannst gehen! Danke, danke schön! Gracias! Du bist ein Schwächling!
Ich habe schon lange nicht mehr gewonnen, aber das wird sich heute ändern. Heute ist unser Garagenflohmarkt und um 5 Uhr, wenn die Geschäfte schließen, wird der Siegestanz von mir vollführt. Oh, was ist los, Lilly? Brauchst du dein Deckchen? Schon gut, Lilly, dein Deckchen ist doch hier. Rosa! Deine Tamales haben uns verraten. Als du dich damit vollgestopft hast, hast du dich nicht beschwert. Ihr wart es also, die uns Angst eingejagt hat. Und uns, ich meine, Maria. Hör schon auf. Also haben wir uns mit Mom und Tio Carlos verbündet, um uns zu rächen. Lert, das wusstest du nicht? Nein, mir sagt ja nie einer was. Ich hasse die ganze Nacht schrecklich Angst. Gil, du solltest es ihm doch sagen. Er sagt, so ein Pech. Was soll der Aufstand? Sie fährt doch nur übers Wochenende mit ihrer Mutter weg. Das ist doch eine Ewigkeit. Das tue ich nur so lange ohne mein Bobby-Bubu-Bär. Glory, reiß dich zusammen, ja? Ist dir gut. Das hier ist für dich. Ich hab's die ganze Woche zur Arbeit getragen. Ah, oh, Bubu Bär. Es duftet nach dir. Und Hot Dogs. 20 Minuten sind's jetzt. Ich geh dazwischen. Und? Freust du dich denn schon auf den Besuch bei deinen Großeltern? Ja, und auf Tante und Onkel und ihre 4 Kinder. Totales Chaos, dir wird's gefallen. Und wie steckst du das so weg? Sind ja nur 2 Tage, dann kann ich wieder nach Hause. 2 Tage! Bobby! Lori! Ich denke an dich jede Minute. Jede Sekunde. Ich wünsche dir eine gute Reise. Mach's gut, du Stinker. Selber Stinker. Ciao. Ja, Baile Folklorico ist ein mexikanischer Volkstanz. Er gehört seit Generationen zur Familientradition. Richtig getanzt bringt er einen zum Weinen, zum Lachen, zum Fühlen. Das habe ich gefühlt. Sieht gefährlich aus. Genau mein Ding. Vor dem Tanz müsst ihr was essen. Das gibt Kraft. Micha! Jetzt nur nicht bewegen. Ich habe hier meine Heilaloe. Aber Abuela, du weißt doch noch gar nicht, was mir wehtut. Schon gut, die hilft gegen alles. Carlotta, tut mir echt leid. Alles okay? Au, mein Ellbogen ist verstaucht. Ronnie N., Schluss mit dem Rollerboarding in Mikasa. Du musst zum Arzt, um zu sehen, ob du überhaupt noch tanzen kannst. Ich meine, ob alles okay ist. Ist nicht so schlimm, Mom, aber tanzen kann ich nicht, glaube ich. Wer hat die Mama zum Wein gebracht? Die können was erleben. Ich komm schon klar. Geld ja nur um unsere Tradition. Ich könnte mit dir tanzen, Tia. Bist du sicher, Ronnie Ann? Baile Folklorico ist echt schwer zu lernen. Ich glaube, das kriege ich hin. Ist ja immerhin eine Familientradition. Oh, es wäre mir eine Ehre, es dir beizubringen. Ja! Aber streng dich ja an. Wenn Mama wieder weint, dann gibt es kein Halten mehr. Und ich werde... meine Käsebällchen sind fertig. Wow, was ist das denn? Das hier? Ich wollte ein besonderes Frühstück machen, weil, naja, alle erwachsen werden und ihr Leben leben. Ja, ich weiß, Schatz, aber wir wollten uns doch für die Kinder zusammenreißen. Kinder, Frühstück, Frühstück, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Ich mach schon. Kinder, Frühstück! Was soll denn die blöde Pfeife? Ich übe nur ein bisschen. Unsere Rektorin hat mich zur Fluraufsicht ernannt. Ich werde sie nicht enttäuschen. Die Marke steht mir besonders gut. Ha, laut, zweite Ermahnung. Du bist noch nicht im Dienst. Und jetzt kommt alle zum Frühstück. So läuft das nicht. Euer Dad hat den ganzen Morgen ein Familienfrühstück gezaubert und das genießen wir. Alle zusammen. Wollt ihr dem Mann hier das Herz brechen? Schon gut, dann mache ich mich mal an den Abwasch. Oder könnt ihr eine Minute erübrigen? Mhm. 59 und 60. Die Minute ist um. Die
diese Kinder. Ich weiß. Manchmal sind sie wirklich... So schrecklich rücksichtsvoll. Ich kann nicht. Bitte nicht, dein Fuß. Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, Ronnie Anne, das tut mir furchtbar leid. Oh, klingt gebrochen. Das heißt wohl, du wirst nicht tanzen können. Aber ich habe mich doch schon so darauf gefreut. So ein Pech. Lass mich mal sehen. Ei, Mom, schon die Berührung tut echt weh. Gebrochen ist er nicht, aber vielleicht verstaucht. Hector, hol schnell die Heilaloe. Nein, es soll eben einfach nicht sein. Wieso muss Kunst immer so grausam sein? Tut mir leid, Tia. Wenn doch nur jemand anderes mit dir tanzen könnte. Zum Beispiel ein Mitglied unserer Familie, das schon mal getanzt hat. Ja, ich könnte tanzen. Was meinst du, Frieda? Oh, das ist ihr Ja-Schluchzen. Ja, meine Pechsträhne ist endlich vorbei. Also, labt eure Augen an meinem Hüftschwung. Jetzt kommt der Siegestanz. Ja! Gebt Lilly doch mal ihr Deckchen. Keine Ahnung, wo das Deckchen sein. Was für ein Deckchen? Oh nein, ich befürchte, wir haben's verkauft. Ja, ja, wirklich schade. Also, wenn's recht ist, mache ich dann jetzt mal meinen Siegestanz. Ist auch egal. Es tut mir leid, Lilly. Ich schätze, wir waren ein bisschen zu abgelenkt mit unserem Verkaufswettbewerb. Deswegen lässt dein großer Bruder jetzt mal den Wettkampf beiseite und sucht dein Deckchen. Oh nein, du wirst hier nicht der große Held sein. Ich gehe und finde das Deckchen. Nein, ich find's zuerst. Der Sieg wird wieder mein sein. Siehst du, wir haben es hingekriegt, Prima. Ist auf jeden Fall besser, als Zementschuhe zu tragen. Wie meine Mom wohl zurechtkommt? Keine Sorge, sie ist doch ein Profi. Und meine Mom ist glücklich und Abuela wird gern gebraucht. Jeder hat was davon. Auf dem Weg! Sie ist verletzt! Diese Schwester hier braucht eine Schwester! Ei, ich habe keine Heinerlohe mehr. Mom, was ist passiert? Ich bin ausgerutscht und habe mir das Knie verletzt. Wohl ein Kreuzbandriss oder eine Patellaluxation. Auf jeden Fall musst du hungrig sein. Gut, dass genug Sopita da ist. Ich muss verflucht sein. Tia, das ist nicht wahr. Das ist das allererste Jahr, in dem unsere Familie nicht tanzen wird. Entschuldigt, Vorfahren. Die Beile Folklorico-Tradition ist tot. Und das ist allein meine Schuld. Also nicht so ganz. Ich muss dir was gestehen. Unsere Vorfahren haben dich geheilt. Nein, ich war nicht wirklich verletzt. Ich hab's nur vorgetäuscht, damit ich nicht mehr tanzen muss. Ronnie Anne, wie konntest du das nur... Okay, ich auch. Was? Ja, seid ihr gerissen. Aber wieso? Ich dachte, ihr zwei tanzt gern. Tun wir ja auch. Aber dieses Massasackkleid und der Footballschlitten und die Zementschuhe. Das war ein bisschen zu viel, Mama. Wir wollten die Tradition nicht brechen. Tut uns leid, Tia. Nein, mir tut es leid. Ich freue mich nur immer so auf den Beile von Chlorico. Das Drama, die Freude, die Leidenschaft. Ich war wohl gerade ein bisschen verrückt. Ach, was du nicht sagst. Na ja, aber die Vorstellung hat ja noch gar nicht angefangen. Verhaltensauffälligkeiten wie Beißen? Aber nur bei Vollmond. Kleiner Werwolf-Scherz. Töpfchen rein? Seit 42 Jahren. Lynn, hör auf. Ja, Lilly geht schon aufs Töpfchen. Perfekt. Das war's auch schon. Dann werde ich Miss Lilly jetzt mal nehmen. Also, Kumpel, schlag ein. Wow, also, das hast du ja wirklich überraschend gut. Alle verlassen sie uns. Danke, ja, fällt mir wirklich sehr schwer. Die Adresse, ja, die ist... Nein, er bleibt nicht hier. Er fährt wieder nach Peru. Was redest du da denn bloß? Ich hab doch nur eine Pizza bestellt. Ich wusste nicht, welchen Belag ich nehmen sollte. Was ist los? Ich hab die Briefe gesehen, die von den Kindern aus Peru. Dabei hab ich gemerkt, wie egoistisch ich bin. Ich will zwar, dass du hier bleibst, aber... Ich hab eine tolle große Familie und gute Freunde. Und auch wenn du mir fehlst, es geht schon. Bist du dir da auch sicher, Ronnie Anne? Ganz sicher.
Bueno, dann gehe ich mal schlafen, damit ich auch morgen fit für meinen Flug bin. Au, Tio Arturo, Ronnie Anne hat mich in beide Augen gepiekt und mir die Unterhose über den Kopf gezogen. Zu spät, Carl. Er weiß alles. Oh, das fällt dir aber früh ein. Voll gemein von dir. Au. Bin gleich da, Schätzchen. Beruhige dich, Lilly. Ich hab dein Deckchen gefunden. Nein, hast du nicht. Ich hab es. Oh, bitte. Ich hab es. Seht ihr? Ich hab es. Nein, ich hab's. Das ist Lillys Deckchen. Hey, Leute, ich bin ziemlich sicher, dass das hier das richtige Deckchen ist. Ich musste Flip meinen ganzen Flohmarktverdienst dafür geben. Ich hab Flip mein ganzes Geld für das hier gegeben. Ich auch. Genau wie ich. Und ich. Ich hab ihm sogar die Bingo-Schleife gegeben. Hier hat Flip auch ein Deckchen verkauft. Das ist eine Fußmatte. Verflixt. Das glaube ich einfach nicht. Flip hat uns reingelegt. Ach, dieser benzinverkaufende Schwindler. Hier, bitte, mein Schätzchen. Noch warm aus dem Trockner. Das ist ohne Witz jetzt nicht dein Ernst, oder? Das Deckchen war die ganze Zeit hier? Sergio, komm zurück. Oh nein, der Angestellte des Monats. Wieso? Halt, wartet! Das ist nicht der echte Sergio und auch kein Code. Nur eine Drohne mit Guacamole. Was? Ich hatte einen schlimmen Streit mit Sergio und hab zu ihm gesagt, er soll wegfliegen und für immer verschwinden. Du hast was? Was ich nicht ernst gemeint hab. Ich war nur so wütend. Aber jetzt vermisse ich den Kleinen echt, selbst die Läusechecks. Wo bist du gewesen? Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich hab bei Sancho gepennt. Musste Bobby eine Lektion erteilen. Hat geklappt. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Oh, mir auch. Ich weiß, wie nervig ich sein kann. Oh, komm mal her, du. Negativ, Windel leer. Na, Kinder, alles in Ordnung? Ganz und gar nicht. Lilly weint seit einer Stunde und wir haben keine Ahnung, wieso. Ja, wir haben alles versucht, damit sie aufhört. Sie will nicht essen, nicht aufs Töpfchen und nicht schlafen. Sie hat ihre Schmusedecke und ihre Giraffe. Naja, manchmal weiß man eben nicht, aus welchem Grund Babys weinen. Oh, ist ja gut, Schätzchen. Glaubt mir, Kinder, ihr habt als Babys auch sehr oft geweint. Außer Lucy. Sie hat uns nur angestarrt. Ja, deshalb trägt sie auch einen Pony. Ich sehe euch trotzdem noch. Jedenfalls habt ein bisschen mehr Geduld mit Lilly, Kinder. Irgendwann hört sie schon auf zu weinen. Ihr habt sicher recht. Wir kommen schon damit klar. Du vielleicht, Lenny. Ja, ihr Gekreische ist unerträglich. Wir brauchen einen Plan. Ich weiß schon. Einfach abhauen ist kein Plan. Nein, Fenton, der gute Launefuchs, mein Lieblingsspielzeug als Baby, hat mich immer aufgemuntert. Ja, hier, gefunden. Guck mal, Lilly, das ist Fenton. Kleines Baby, weine nicht. Hab ein Lächeln im Gesicht. Spiel mit mir, dann sind wir schnell. Glücklich, glücklich, glücklich. Papa! Ja, es funktioniert. Kleines Baby, weine nicht. Hab ein Lächeln im Gesicht. Spiel mit mir, dann sind wir schnell. Glücklich, glücklich, glücklich. Diese Woche ist Froschwoche auf dem Froschkanal. So wie jede Woche. Sie weint schon wieder. Sie kann Fröschchen nicht vergessen. Hey, Adelaide. Weißt du, was heute ist? Der Tag der Toten. Der Tag der... Was? Tag der Toten. Das ist ein Feiertag, an dem Fröschchen dich besuchen kann. Wirklich? Wie denn? Erst müssen wir einen Altar bauen mit allen Dingen, die Fröschchen mochte. Was gefiel ihm denn? Oh, da gibt's eine Menge. Sein Lieblingsessen, Bacon Chips. Das war sein Lieblingsfilm, Der Hobbit. Schnürsenkelspringseil, damit er fit zum Fliegenfangen war. Ich habe das Festival meiner Tochter vorgezogen und jetzt habe ich sie für immer verloren. Liebling. Ist schon gut. Am wichtigsten ist doch, dass unsere Lilly glücklich ist. Und wenn das heißt, dass sie Mr. Grouse lieber mag als mich, dann muss ich das akzeptieren.
Hallo, Mr. Grouse. Ich wollte nur fragen, ob Sie gern... Lin Loud. Ja. Ich wollte nur fragen, ob Sie heute zum Essen kommen möchten. Ich weiß, Lilly würde sich sehr freuen. Ja, gut, es gibt Lasagne. Was sagst du, Adelaide? Ich glaube, Fröschchen wäre begeistert. Ihr könnt jetzt ruhig gehen. Ich sitze hier und warte, bis er zurückkommt. Adelaide, ganz kleines Missverständnis. Fröschchen kommt nicht wirklich zurück. Er ist... Was soll das heißen? Ihr habt doch gesagt, er besucht mich. Ich dachte, wir springen Seil, gucken einen Film und essen Bacon Chips. Doch nicht richtig besuchen. Wir meinten... Was meinten wir denn? Jetzt vermisse ich Fröschchen noch viel mehr. Ach du meine Güte. Was sollen wir denn jetzt tun? Als mein Goldfisch damals starb, hat meine Mami ihn ersetzt und so getan, als wäre es derselbe. Der Trick hat bei Bobby auch geklappt. Auch in die Zoohandlung. Okay, ich bin immer noch ein City Girl. Ich finde den Weg schon. Hey Leute, mir ist gerade eingefallen, ich muss nach Haus. Also ich pack dann mal. Babe, alles okay? Wo ist Lincoln? Der packt gerade. Was ist passiert? Ich hab Mist gebaut. Was war denn da nur los? Sicher, Biran. Kommt mit, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Tut mir leid, Bubu-Bär, aber ich kann auf gar keinen Fall in der Stadt leben. Aber unsere Pläne. Wir wollten hier zusammen aufs College gehen. Aber das war, bevor ich in einen Gully reinfiel. Ach, Babe. An meinem ersten Tag hier bin ich einem Polizeipferd in den Hintern gelaufen. Zum Glück hatte es noch nichts gegessen. Das Leben hier ist nicht immer ganz leicht, aber wenn du dich eingewöhnt hast, ist es toll. Es wird dir sicher gefallen. Danke, Bobby. Ich fühle mich schon viel besser. War schön, dich wiederzusehen. Aber ich muss weiter trainieren. Man nennt mich nicht umsonst die Hanteltante. Auf Wiedersehen. Los, aus da. Mach ja. Es ist falsch rum. Tut mir leid. Immer noch falsch rum. Adelaide, ich bin's, dein alter Freund, Mr. Woodford. Hast mir gefehlt, als ich nicht am Leben war. Sid, ich komm nicht an den Bart. Sid? Ronnie Ann? Das ist nicht Abraham Lincoln. Und Mr. Woodford war ein Pudel. Ja, jetzt weiß ich's wieder. Heißt das etwa, dass Fröschchen auch nicht echt war? Ich hasse den Tag der Toten. Halt, Adelaide, wir können's erklären. Schräges Stück. Guter Hotdog. Lasst mich in Ruhe, ihr Lügner. Wir haben's verbockt. Was sollen wir jetzt tun? Was wir gleich hätten tun sollen, zur Expertin gehen. Hörst du das? Erster großer Bruderjob des Tages. Denk dran. Selbstvertrauen. Keine Sorge, Lilly. Dein großer Bruder hilft dir. Zeig mir mal dein Däumchen. Genau wie ich dachte. Ein Au-Au. Das verlangt nach Fürsorge. Oh, tut mir leid, dass du so ein schlimmes Autschi hast, aber Lincoln macht das gleich weg. Wow, und das sogar ohne Keks. Keksi? Buchstabieren ist manchmal besser. Ach, Lalo und ich mussten die Hälfte aller Zeitungen in der Stadt vollpinkeln. Jetzt sind wir sozusagen alle. Und die andere Hälfte der Zeitungen steckt in meinem gefakten Pappmaché-Projekt. Was ist das? Wer weiß. Hauptsache Tia Frieda hat die Kritik nicht gesehen. Oh nein, wir haben einen übersehen. Sie muss die Kritik gelesen haben. Es heißt, Mr. Alcaraz entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Das klingt eher nach Misserfolg. Das müssen wir ändern. Was ist, wenn sie nun auf Artemio hört und die Kunst aufgibt? Dann finde ich diesen Artemio Alcaraz und vernichte ihn. Ganz ruhig, Tiger. Vielleicht können wir ihr ja zeigen, dass die Kritik egal ist. Wie denn? Hm.
die Charity-Auktion heute Abend. Wenn Tia Frieda dort was verkauft, glaubt sie vielleicht wieder an sich. Aber nach Artemios' Kritik wird doch keiner mehr was kaufen wollen. Artemios' Meinung ist nicht die einzige, die etwas zählt. Ich habe schon einen Plan. Haben wir Zeit für eine Pinkelpause? Nur eine Sekunde, Lucy. Hat Lincoln den Schleifentanz überhaupt erwähnt? Nur noch einen Moment, Lucy. Sekunde, Lola. Ups. Nein, nein, nein. Warte, alles okay, ja? Nehmt einfach die Kekse. Ich verstehe das nicht. Mein Praxistest war gut. Aber beim Schriftlichen kriegte ich feuchte Hände und hab alles vergessen. Sogar den Parkplatz. Ich musste zu Fuß gehen. Du hast den Van da gelassen? Jetzt krieg ich ein Knöllchen. Ah, das klingt mir ganz nach einem Fall von Prüfungsangst. Das ist weit verbreitet. Keine Sorge, es gibt viele Möglichkeiten, diese Angst zu besiegen. Ich helfe dir. Gut. Hast nicht übertrieben mit den feuchten Händen. Ich lass dich nicht los. Keine Ahnung. Hier, nimm das Geld. Na endlich, der Meister ist dran. Frieda, dieses Buch über Wasserrutschen ist faszinierend, als wäre ich wirklich dort. Sintflut! Du machst es noch schlimmer. Eieiei. Schnell, Mama, Wasserfall voraus. Ei, mis bebes, Mama, komm schon. Echt genial, Fangzahn. Mein erster Tag als Präsidentin. Gleich darf ich die Todesanzeigen verlesen. Wieso? 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 Clyde? Oh, guten Morgen, Lucy. Hier gehe ich immer hin, wenn ich weinen muss. Was ist denn? Du kennst doch das Schulmaskottchen und mein Durchsagekumpel, Ricky den Gockel. Der mit dem kaputten Kamm, der Herzstörung und der Gicht? Ja, er ist jetzt in der großen Scheune im Himmel. Mein aufrichtiges Beileid, Clyde. Dankeschön. Weißt du, erst gestern noch hat er das hier meinem Arm angetan. Ah, er fehlt mir so sehr. Weißt du, der Bestatterclub könnte seine Beerdigung ausrichten, um ihn zu ehren. Ich meine, ich bin jetzt die Präsidentin. Ich werde es später vorschlagen. Ja, wirklich? Das wäre toll. Allerdings, ich bin auch in tiefer Trauer. Nur keine Sorge, Ricky kriegt die Beerdigung, die er verdient. Nicht jetzt, du Affe! Nicht jetzt, du Affe! Ich kann dich nicht mehr sehen! Ich kann dich nicht mehr sehen! Nein, ich mach nicht Schluss mit dir! So war's nicht gemeint! Ich meinte... Was meinte ich denn? Tanz ab! Tanz ab! Oh Mann! Abtanzen? Okay. Was ich hier tue? Ich tanze ab. Es tut mir leid, Priscilla. Ich wollte dich so sehr zurückgewinnen. Ich habe sogar einen Dating-Coach angeheuert. Aber ich hab's versagt, Jude. Du verdienst einen Prinzen und keinen Sergio. Was sagst du? Du bist gerührt, dass ich versucht habe, dich glücklich zu machen? Und du nimmst mich zurück, weil ich mich so angestrengt habe? Und mehr wolltest du auch nie von mir? Und ich bin der attraktivste Vogel, den du kennst? Okay, der letzte Teil war von mir. Da
Bereit, Lilly? Es geht los. Ich filme jetzt. Das ist das letzte Mal, dass wir einem unserer kleinen Rocker das allererste Eis kaufen. Los, Lilly! Oh nein, Schätzchen, keine Sorge. Wir kaufen dir einen neuen Eisbecher. Entschuldigung? Keine Chance. Die machen heute um 5 zu. Was? Ha, sowas muss man doch bekannt geben. Oh, arme Lilly, wir bringen dich nach Hause. Ganz ruhig, Lilly. Nicht weinen, Lilly. Oh, Lilly. Ich habe Lilly noch nie so traurig gesehen. Dein Eis ist doch nur auf Eis gelegt, Lilly. Bald lassen wir eine Eisbombe für dich explodieren. Und dann kannst du dich Eiskugeln vorlachen. Luann, halt den Rand! Ist ja gut, Schätzchen. Wir sind bald zu Hause. Oh, was ist das? Das riecht wie tausend wütende Stinktiere. Oh, da braucht jemand einen Windelwechsel. Dein Dad ist Profi in Sachen Windel und schon bist du ein sauberes Kindel. Was? Was ist denn jetzt los? Oh, sieht, was sie gefunden hat. Das bringt mich auf eine Idee. Ein großer Eisbecher kommt sofort. Gummibärchen nicht vergessen. Und Schlagsahne darf auch nicht fehlen. Und ein paar leckere Kekskrümel. Und daher Hong Hau. Danke, Flip. Aber Sie sollen nach der Weisheitszahn-OP nicht sprechen. Seht nur, gleich isst sie ihr erstes Eis. Bringst du mich hin, Ronjen? Wart's ab, ich hab den perfekten Ort für die Kienze gefunden. Deine Kienze? Ja. Das hast du alles für mich getan? Ja, man ist nie zu alt für eine Kienzianera. Oh. Hier ist dein Kleid. Und ich frisiere deine Haare. Essen ist fertig. Es gibt Dorsch mit Kartoffeln. Essen ist fertig. Grandma macht, naja, so ziemlich alles. Du weinst doch nicht etwa. Was ist denn los, Lori? Lori und ich hatten gerade ein total schlimmes Telefonat. Bleib hier. Ich hol Verstärkung. Dafür bin ich nicht zuständig. Aber wir... Wieso war das Gespräch so zäh? Ist die Entfernung zu groß? Werden wir uns etwa langsam fremd? Ja, es ist... Hoffnungslos. Gib Lori frei, damit sie einen richtigen Kerl findet. Karl, musst du vorm Essen nicht noch mal aufs Töpfchen? Keine Sorge, Bobby. Deine Tante und ich hatten auch eine Fernbeziehung, als sie auf der Kunstschule war. Oh, als dann der Drüsenfieber hatte, waren wir auch mal einen Monat lang getrennt. Oh ja, und schuld war nur dieses verkeimte Karaoke-Mikrofon. Dad, Igitt. Doch auch wenn euch tausende von Meilen trennen, könnt ihr die Flamme eures Herzens trotzdem am Leben halten. Tante Frieda, Igitt. Man muss sich eben bemühen und zeigen, dass man sich mag. Hey, Rektorin Valenzuela. Sie rufen sicher an, um uns zu sagen, wie gut Karl sich macht. Nein, er ist noch viel schlimmer als früher. Er hat die Lehrer dazu gebracht, ihn von allen Tests zu befreien. Außerdem nennt er alle Bauern und sagt ständig Schachmatt. Karl nutzt jetzt das Schachspiel, um Leute reinzulegen. Oh nein, es tut mir schrecklich leid, Rektorin Valenzuela. Ich bin nur noch Fluraufsicht, Valenzuela. Karl hat mir den Job abgeluchst. Er ist jetzt der Rektor. Chili-Käse und Jalapenos, so mag sie es. Wildkirsche mit Cola, so mag er es. Es ist hoffnungslos. Oh, Babe, ich weiß nicht, was mit uns passiert ist. Ich auch nicht, aber wenn es so schwer ist, dann gibt's vielleicht wirklich nur noch einen einzigen Schluss. Es ist aus! Hey, ihr Heulsusen, sauber machen! Mm.
Schachmatt. 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 Und Schach und Matt. Du hast es geschafft, mi amor. Unser kleiner Junge ist kein Schwindler mehr. Jetzt wird alles gut. Lilly, Schätzchen, wir müssen uns unterhalten. Oh oh. Wir wissen, dass du aufs Töpfchen gehen kannst. Was? Nein. Schaut. Lilly, halb so wild. Wir wissen, die Kita macht dir Angst. Also haben Mami und Daddy beschlossen, du bleibst hier. Ist nicht schlimm, wenn du noch nicht bereit bist. Ja, Lilly bleibt für immer zu Hause. Mom, Dad, ich will doch nicht von zu Hause weg. Was ist nur los? Wir müssen ihnen was sagen. Wir haben total mit der Ware rumgerockt, während sie weg waren. Wir konnten nicht anders. Die Sachen im Laden sind einfach zu krass. Und dann fanden wir die geheime Gitarrensammlung. Und jetzt ist ihre erste Gitarre weg. Der Platz war leer, also haben wir die dahin gehängt. Das ist nicht mal eine echte Gitarre. Das ist eine aufblasbare. Wir verdienen den Mitarbeiterrabatt nicht. Wir sind viel zu schwach. Jungs, dieser Platz ist doch immer leer. Was? Meine erste Gitarre war eine Luftgitarre. Danke, dass ihr so ehrlich wart. Das war echt Rock'n'Roll von euch. Und deswegen kriegt ihr mehr als einen Mitarbeiterrabatt. Jeder von euch kann sich ein Teil aussuchen. Umsonst. Echt jetzt? Ich hol gleich nochmal. Und dann sah ich eure Mutter in einem Outfit, das jedes Auto anhalten ließ. Das war meine Uniform. Ich war Schülerlotsin. Lincoln, alles okay? Wir kommen jetzt rein. Ach, Süße, was ist denn los? Demnach werden sich die beiden Züge genau um 16 Uhr treffen. Hausarbeit fertig. Wie es aussieht, brauchst du unsere Hilfe gar nicht. Bobby, du weißt es nicht von mir, aber Miranda. Jochen heißt, du hast Schießme. Juhu! Oh, hey, Miranda. Wie läuft's denn mit deinem neuen Freund? Ich hab gehört, er ist richtig toll. Er hat Schluss gemacht, aber danke, dass du mich daran erinnerst, Bobby. Gabriello, wieso hast du mich nicht gewarnt? Oh, richtig, kannst du ja nicht. Hey, Clyde. Hallo, Mr. McBride. Hallo, Lincoln. Bereit für die große Nacht? Aber klar. Toll. Ein paar Sachen, die Clyde brauchen wird. Schlafsack, schicker Pyjama, Schlafklanggerät, Luftbefeuchter, Luftentfeuchter, Ohrstöpsel-Inhalator und Allergiemedikamente. Hier sind die Nummern, unter denen ihr uns erreicht, falls die Handys ausfallen. Restaurant, Kino, Café, Tankstelle. Falls wir mal müssen. Gute Idee. Und hier ist ein Foto von uns. Wir werden dich heute ja nicht zudecken können. Und vergiss nicht. Keine Nüsse, kein Gluten, kein Zucker und pass auf mit Orangensaft. Da reagierst du empfindlich. Er wird so schnell erwachsen. Komm, Howie, du weißt doch, was Dr. Lopez über Loslassen sagte. Lass los. Ich liebe ihn so sehr. Viel Spaß, Clyde. Oh, werde ich haben. Oh, mein armes, süßes Baby. Ich weiß, dir geht's nicht gut, aber bitte, bitte, schlaf doch jetzt ein. Ja, wenn du schläfst, können auch wir schlafen, was wir seit ungefähr 23 Stunden, 15 Minuten und 17 Sekunden nicht mehr getan haben. Komm und schlafe jetzt ein, der Erkältung zum Trotz. Im Traumland gibt's kein Husten und Nasen voller Rotz. Oh, ich glaube, es funktioniert. Ich weiß, erzähl ihm doch was über Geschichte. Ich schlaf dabei sofort ein. Tut weh, ist aber wahr. Kapitel 1, die Schlacht von Puebla. Au, war sicher einfacher als diese Schlacht. Oh, ich habe eine Idee. Halt ihn. Wusch.
Okay, das hier ist Elfenkorns neues Hauptquartier. Gut, hier. Du bist jetzt El Dragon. Jetzt gibt's eine Ladung Elote, El Dragon. Das ist nicht fair. Ich will jetzt mal Elfenkorn sein. Von wegen. Dieser neue Super Deluxe Elfalkon mit doppelter Elote Blaster Action gehört mir. Du bist El Dragon oder von mir aus Meister Kitsune. Nein, dem fällt immer das Bein ab. Sieh mal, mein Liebling, das Buch vom Schäfchen zählen. Das hat CJ und Karl als Babys auch immer geholfen. Er steht gerade nicht so auf Bücher. Oh, wie wär's mit Teddylein Plauderbär? Ich bin Teddylein Plauderbär. Alle Kinder lieben mich sehr. Dein bester Freund, der möchte ich gern sein. Also Stimme. Oh, hat sich ausgeplaudert für Teddylein. Okay, letzter Rausweg. Beruhigendes Speedwalken. Mein Hauptquartier. Und du hast sein Cape kaputt gemacht. Das ist nur deine Schuld. Na, endlich. Carlitos schläft. Ein Glück. Ist das euer Ernst? Der Carlitos aufgekriegt. Einen Monat Stubenarrest. Nein, 2 Monate. Mein letztes Geschenk an Ricky ist eine Reise in den Himmel. Darin. So kann er doch noch die Freuden des Fliegens erleben. Ein Katapult? Was? Es geht heim, süßer Prinz. Gute Reise. Hey, er sollte in die große Scheune im Himmel gehen, aber stattdessen fliegt Ricky jetzt nach Cincinnati. Nein. Das ist ja echt grauenhaft. Einfach schrecklich. Skandalös. Halt, geht nicht. Wartet. Es tut mir leid, die Beerdigung war eine Katastrophe und das ist nur meine Schuld. Ich bin wohl doch keine so gute Präsidentin, wie ich dachte. Und es tut mir leid, dass ich Lincoln in den Club geholt habe. Das war ein billiger Trick. Aber am schlimmsten ist, dass Ricky keinen schönen Abgang hatte. Schnief. Hör zu, Lucy. Vielleicht können wir die Beerdigung ja doch noch retten. Wirklich? Auch eine Präsidentin braucht manchmal Hilfe. Wir sind schließlich ein Club. Verabschieden wir Ricky richtig. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Danke, Heiko, dass du ihn gefunden hast. Kein Problem. Ich habe ihn einfach an der Gepäckausgabe abgeholt. Danke, Dante. Für Ricky. Jetzt ist er an einem besseren Ort. Es wird Zeit. Genau aufs Stichwort. Achtung, jetzt kommt das große Finale. Ricky, Ricky, so hieß er. Und der Abschied, der fällt so schwer. Er war stets voll Energie. Nie vergessen wir sein Kikeriki. Flieg in Himmel, frohgemut. Und jetzt, liebe Freunde, sagen wir ihm, mach's gut. Das ist ja so geschmackvoll. Hey, Dad. Tut uns leid, dass wir deinen Geburtstag ruiniert haben. Was redest du denn da? Ihr habt mir das tollste Geschenk überhaupt gemacht. Das Album? Ja, tut mir leid, dass ich es mir schon angeguckt habe. Cliff hat es reingeschleppt und eure Überraschung verdorben. Also, gefällt es dir? Ich liebe es! Es erinnert mich an all die schönen Erlebnisse mit euch. Das ist das schönste Geschenk. Dabei waren wir noch nicht mal ganz fertig damit. Es sollten noch viel mehr Erinnerungen rein und zehnmal so viel Glitzer. Zum Beispiel, als wir das Planschbecken mit Limo gefüllt haben. Oder als Dad bei dem 3D-Film kotzen musste und wir ihn trotzdem noch mal guckten. Ja, das war schön. Und wir werden auch nie vergessen, wie wir dir dieses Album gebastelt haben. Oh, Lenny.
Lalo? Stehen bleiben! Jetzt reicht's! Ihr zwei habt Stubenarrest! Aber... Mom! Wieso seid ihr als Schafe verkleidet? Ist mir ganz egal. Kein Aber, kein Mom. Auf eure Zimmer. Und ich will den Rest des Nachmittags keinen einzigen Mucks mehr von euch hören. Das ist deine Schuld. Hey, ich sagte, keine einzige Mucks. Ach, das wird nur halb so schlimm. Ja, nur 8 kurze Monate ohne fließend Wasser, ohne Kaffee, ohne Zahnbürsten, ohne Klopapier. Oh, es ist hoffnungslos. Ich gebe auf. Hey, ich dachte, die Louds geben nie auf. Tja, manchmal denken Erwachsene eben, sie bringen ihren Kindern was fürs Leben bei, obwohl sie eigentlich völlig falsch liegen. Und manchmal hat das Universum es auf einen abgesehen. Das ist doch Quatsch. Wir hatten ein Schiffsunglück, Treibsand und einen üblen Sturm. Und ihr wollt jetzt aufgeben? Vergesst es. Ich sage, wir ziehen ab von dieser Insel. Wer ist dabei? Ich bin dabei! Wir bauen uns ein Boot. Rip Hardcore hat mal eins nur aus Sand und Elchfell gebaut. Rita, wir haben echt ein paar verflixt zähe Kinder. Das haben wir von euch geerbt. Ich rate euch nicht zu weinen. Das erhöht das Risiko zu dehydrieren. Nein, nein, mein Dad hatte auch immer einen Liebling und ich fand das schlimm. Hey Dad, backst du mit mir einen Zitronencremekuchen? Oh, sie hatten wohl andere Pläne. Dann mache ich ihn wohl doch lieber allein. Oh, so nicht! Genau dasselbe mache ich jetzt mit Lola. Das darf nicht sein. Du kannst das sicher wieder gut machen, nur bitte kauf ihr nicht wieder ein Pony. Das lief ja nicht so gut. Ach das, das könnte irgendein Alpaka sein. Es tut mir leid, Kinder. Ich wollte einfach nicht glauben, dass Petto sowas machen würde. Nun, das hat er. Er hat unsere Freundlichkeit mit Hufen getreten. Das wird jetzt nicht einfach. Petto? Kannst du mal kommen? Wir müssen uns unterhalten. Oh, er hat gebacken. Beto, ich weiß, was du heute am Hafen getan hast. Und ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Ich liebe euch alle so sehr. Und ich wollte, dass ihr euch auch mögt. Aber wenn du dich mit Ronny, Anne und Bobby nicht verträgst, dann muss ich dich nach Peru zurückschicken. Ich werde dich morgen früh zum Schiff bringen. Ei, Beto! Nun, das war's. Beto wird bald auf dem Weg nach Peru sein. Falls mich jemand sucht, ich sitze hinter diesen Kisten und weine. Ich hasse es, Dad so zu sehen. Er hat schon die ganze Nacht geweint. Er wird sicher bald drüber hinwegkommen. Da werde ich niemals drüber hinwegkommen. Oh Mann. Dads Weinen verpasst meiner Siegesfreude definitiv einen Dämpfer. Komm schon, Bobby. Wir müssen das Schiff aufhalten. Perfekt. Womit soll ich anfangen? Wie wär's denn, wenn du diese Zwiebeln da schnippelischnappschneidest? Bin schon dabei. Dieser neue Job wird so langsam doch zu meinem. Die Frage ist nur, wieso muss ich dann weinen? Au, au, au! Ich brauche ein Handtuch! Halt! Nein! Meine guten Ribeye-Steaks! Mein bester Freund! Entschuldige, Dad! Entschuldige, Kotaro! Kann ich vielleicht noch einen dritten Job ausprobieren? Ranita, du hast da Pause da, Brot vergessen. Wie neulich schon, tut mir leid, das Brot ist durchtränkt von Tränen. Hallo, Gina. Turo. Oh Mann, Sid, was sollen wir jetzt tun? Wir haben Mist gebaut. Dad, Miss G, ich muss euch was sagen. Ich habe euch auseinandergebracht. Ich wollte euch nicht als Paar sehen, also habe ich eure Beziehung sabotiert. Es tut mir wirklich leid. Tapfer, dass du das zugibst, aber du warst nicht der Grund für die Trennung. Ach nein? Nein, Micha, wir haben einfach nicht zusammengepasst. Also sind wir lieber nur Freunde. Da bin ich aber erleichtert. Halt,
Aber wieso weint ihr dann? Weil mein Fußballteam verloren hat. Verloren! Und ich habe neuen Eyeliner ausprobiert. Meine Augen tränen wie ein Wasserfall davon. Schau weg, Granita, schau weg. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Bis später, Dad. Sei stark. Hier sind die Kartoffeln für dein Gratin à la Lin, Dad. Luen, das sind Zwiebeln. Tja, da wären wir. Home sweet home. Hier noch eine kleine Erinnerung an mich. Antoinette, das ist eine Designertasche. Nimm sie und geh. Zurück ins Haus geht also nicht. Es wird Zeit für etwas Kreatives. Ha. Guten Appetit. Wow, Dad, sind das 11 verschiedene Gerichte? Ach, halb so wild. Ich habe nur für jeden von euch sein Lieblingsessen gemacht. Selbst mein Würmergratin, Dad? Aber natürlich, voilà. Astrein! Na, wärst du wohl so gut, das in einer anderen Örtlichkeit zu konsumieren? Wie in der Garage? Halt, wenn ich neben Lisa sitze, sieht es so aus, als wäre sie mein Liebling. Kinder, ich setze mich heute mal in die Ecke. So kann ich euch alle gleich sehen und gleich hören. Oh, hast du dir den Finger gebissen? Warte, Schätzchen, Daddy küsst das Auer weg. Aber du bist nicht die Einzige, die Daddy lieb hat. Heute gibt's für alle Küsschen. Einen für dich, einen für dich, einen für dich, einen noch. Lass das lieber sein, Dad. Ich habe heute richtig krass gepopelt. Ich bewahre den Kuss in der Tasche auf. Geht's dir heute nicht gut, Dad? Doch, alles bestens. Wie war denn dein Nachmittag so? Seufz, gut. Ein Grab geschaufelt, überlegt, mich reinzulegen. Sekunde, Schatz. Ich meine, wie war euer aller Nachmittag? Nicht nur Lucys, aber naja, Lucys auch. Und? Wer soll anfangen? Ja, ich weiß schon. Wir ziehen Nummern aus einem Hut. Und wer soll zuerst ziehen? Wisst ihr, wir ziehen Nummern aus einem anderen Hut, um das zu entscheiden. Oh, okay. Und wer zieht dann zuerst aus dem anderen Hut? Ja! Wer will ein Treffen mit Yun Kwan? Oh! Yun Kwan, ich bin hier! Du bist der Größte! Ich bin nicht... Wow, die lieben den Typen ja echt! Das bist du! Wir werden nie vergessen, dass du dich geopfert hast, Pap Yun Kwan! Dann wollen wir mal einsteigen. Nein, wie komm ich hier weg? Hey, Hände weg vom Radio, verstanden? Was habt ihr meinem Baby angetan? 1, 2, 3, 4 neue Beulen seit letztem Wochenende. Die ganze Welt. Wer hat das Huhn ins Auto gelassen? Ich weiß nicht, wie oft ich und deine Mutter es noch sagen müssen, aber wenn du mit dem Auto fährst, Laurie, musst du dich voll und ganz konzentrieren. Das heißt, der Rest von euch muss still sein und sich benehmen. Wenn wir noch einen Kratzer finden, dann dürft ihr Vanzilla nicht mehr benutzen, um zu euren Terminen zu kommen. Versprochen. Oh, nicht schon wieder. Oh nein, wenn dein Dad uns findet, weiß er, dass du weggeschlichen bist. Da lang. Du willst mich Alexis schenken, aber ich dachte, wir werden beste Freunde. Du versuchst mich zu retten? Oh, du bist wirklich ein guter Freund.
Ich werde dich nie vergessen, Carlitos! Wow, wo kommst du denn her, Pinguino? Lilly, pfui! Nein, nicht du, Dennis. Lisa, womit hast du denn gefüttert? Dein Name ist Mülli. Womit wohl, du Genie? Baby? Toll, Lincoln. Deinetwegen weint Lilly jetzt. Na, na, ist schon gut, Lilly. Ich bin mehr als nur die Häufchenpatrouille.